Hallo und herzlich willkommen zu Katamari Damacy Reroll. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen, und falls ihr dieses Spiel nicht kennt, möchte ich noch nicht so viel über dieses Spiel sagen, denn ich glaube, das Spiel sollte sich einfach selbst demonstrieren. Wir sind hier schon auf unserem Heimatplaneten, denn ich musste das Tutorial-Level erstmal schon mal spielen, um hier hinzukommen und auch die Grafikeinstellung einzustellen. Aber ich möchte euch nicht das fantastische Intro vorenthalten. Wenn ihr jetzt sagt, what the actual fu ist das bitte? Das ist ein japanisches Spiel, welches schon mehrere Teile hat. Es kommt richtig gut an und es ist das Spiel, weswegen ich mir immer überlegt habe, eine Konsole zu kaufen. Das wäre das einzige Spiel, weil es ist leider bisher immer nur für Konsolen, nicht für PC rausgekommen. Und ich wollte es unbedingt spielen, aber es gibt eine PC-Version davon. Jetzt von diesem Spiel schon seit 2 Jahren ungefähr. Und jetzt habe ich mir die endlich mal gekauft und wir wollen hier zusammen spielen. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie das Spiel geht. Dafür gucken wir uns die Geschichte an, die Story, die super wichtig ist in dem Spiel. Also genau aufpassen über die Story. Und dann gucken wir uns das allererste Level an, welches ich auch schon gespielt habe. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder auf dem Planeten unseres kleinen Prinzen. Nein! Das war tatsächlich kein Traum. Wir haben es geschafft. Der King of All Cosmos hat es tatsächlich geschafft. Ein mit Sternen übersäter Himmel. Wir haben ihn kaputt gemacht. Ja, wir waren ungezogen. Sehr, sehr ungezogen. Es tut uns furchtbar leid. Aber ganz unter uns. Es fühlte sich richtig toll an. Wir können uns nicht mehr richtig erinnern. Aber wir befanden uns wohl direkt im wohligen Schoß von Mutter Natur. Wir haben die Schönheit aller Dinge gefühlt. Und die Liebe, die alles durchdringt. Genauso war es. Hast du das gesehen? Wir haben aufrichtig gelächelt. Hast du es gesehen? Die Sterne funkelten mit ihrer perfekten Schönheit. Es gab eigentlich so viele von ihnen, dass es fast schon ein Ärgernis war. Aber nun, gibt es nichts als Dunkelheit. Aber es ist nichts weiter als ein Traum. Aber ein richtig schöner Traum. Aber dieser fantastische, magische Moment verflog. Er hat
sich gänzlich verflüchtigt. Wir kamen wieder zu uns und stellten fest, dass alle außer sich waren. Selbst der King of Cosmos wurde nicht von ihrem Zorn verschont. Glaub mir, alle waren unglaublich wütend. Aber egal. Kleiner Prinz. Beeil dich und bring den wunderschönen Sternenhimmel zurück. Unsere Probleme sind auch deine Probleme, klar? Nur wegen uns lebst du. Wir fordern diese Schuld nun ein. Verstanden? Pfote in Pfote für immer, ja? Die Vater-Sohn-Beziehung schlechthin, klar? Also los! Mach dich an die Arbeit! Da sind wir! Die Erde! Wie immer, randvoll mit Dingen! Hm? Arg! So, Mickrig! Du bist ja immer noch so klein, ey! Ich bin halt nur ein Kaninchen und nur 40 cm groß, wenn ich mich lang mache. Wir haben nicht das Allergeringste von dem Stern bemerkt. Was ist das? Der Körper dieser Statue. Soll das wirklich unser Sohn sein? Diese Statue, nicht Statue. Ha, jetzt verstehe ich. Wachse und werde größer, während du den Katamari rollst. Trainiere und werde größer und stärker. Ganz recht. Erwarte nicht einfach mit der Rolltreppe. Roll, verstehst du? Rolltreppe auf den Thron gehen zu werden, nur weil du der Prinz bist. Oh, wie tangierend. Wenn du das erste Mal auf der Erde bist, musst du dir noch keine Sorgen machen um die Zeit. Wir werden dich abholen, wenn der Katamari 10 cm groß ist. Damit ist er immer noch kleiner als ich. Oh, da fällt mir noch etwas ein. Hier kreuchen und fleuchen viele Dinge umher und sind meistens im Weg. Wenn dir etwas von hinten auf die Pelle rückt, siehst du unten links einen Alarm. Du solltest besser nicht mit etwas Lebendigem zusammenstoßen. Aber mach dir deswegen vorerst keine Sorgen. Das Spiel endet deswegen nicht gleich. Also, entspann dich. Und rolle los! Rolle! Viel Erfolg, Prinz! Zwerg! Ey! Nicht Zwerg! Unser erstes Level, ja! Das hier ist unser Katamari. Dieser Planetenkern, oder dieser Sternenkern. Da kommt was! Nein, da kommt was! Oh mein Gott. Und wir sind der kleine, süße Prinz. Der Grüne, da unten links. Rechts, natürlich. Und wir müssen, wir können diesen Sternen, diesen Planetenkern hin und her rollen. Oh Gott, Controller. Und müssen Dinge einrollen. Und es ist wichtig, die Größe, denn wir können nur Dinge einrollen, die kleiner sind als wir. Hui! Oh! Ist doch dasselbe! Das war das allererste Objekt, das wir jemals aufgerollt haben! Ein Würfel. Die passen für mich. Oh! Jetzt fühlen wir uns ganz gerührt. Das sollten wir ins Tagebuch eintragen. Oh, der erste Gegenstand, der eingerollt wurde. Und der klebt jetzt an unserem Katamari, wie wir das sehen. Und wir können damit unseren Katamari immer größer machen. Ja, ein Knopf. Wie wir sehen, können wir nicht alles einrollen. Aber zum Beispiel die Stecknadeln, die Esskastanien, die Streichhölzer hier. Und damit werden wir immer größer. Jetzt sind wir schon mal 6,2 cm groß. Oh, Karten. Gib. Die Karten. Nee, das sind gar keine Karten, das sind Briefmarken. Wer stellt, wie vor allen Dingen stellt der Briefmarken so auf? Und warum guckt uns da jemand zu? Creepy! Wieso haben wir eine Live-Schalte zu uns? Komm her. Da kommen wir noch nicht einsammeln. Oh. Ist doch das.
Das war das allererste Objekt, mit dem wir zusammengestoßen sind. Wir haben einen Schmetterling eingesammelt. Oh mein Gott, wir sind größer geworden. Wir sind schon 7 cm. Und je größer wir werden, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch, Dinge einzusammeln. Weil natürlich die Umwelt aus unterschiedlich großen Gegenständen besteht. Und wir damit dann irgendwann die Welt aufrollen können. Das ist das Spielprinzip. Mehr ist das Spielprinzip nicht. Es ist also im Prinzip kann man das so zusammenfassen. Wir müssen einfach Dinge aufrollen, um immer größer zu werden. Und es gibt immer verschiedene Aufträge. Wir müssen mal zum Beispiel Licht einsammeln, also bestimmte Lichtsachen oder also ne, bestimmte thematische Sachen. Oder irgendwann auf Zeit haben wir schon gehört, müssen wir rollen. Oh, Kamera. Rollen wir mal ein bisschen ein. So. Wir sind 10 cm. Ja! Wie kommst du voran, Prinz? Wie ist es auf der Erde? Na? Na, Teddy? Oh. Du hast einen 10 cm großen Katamari erschafft. Fabelhaft! Das hatten wir gerade vergessen. Du hast also fast alles erledigt. Oder etwa nicht? Die Lebewesen auf der Erde sind sehr zuvorkommend und werden dir helfen. Sie werden dich alles aufrollen lassen und dich dabei anfeuern und dir sogar zuwinken. Aber lass uns erstmal nach Hause gehen. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Ist mir wirklich fast entfallen. Wenn du auf der Erde rumtollst oder rollst, musst du noch ein paar mehr Dinge beachten. Nein, wir möchten das Tutorial nicht anhören. 10 cm! Oder? Das war das erste Ziel. Aber es ist nicht sonderlich aufregend. Oder? Nächstes Mal wollen wir einen viel größeren. Das, was du am meisten gesammelt hast, ist Schreibwaren. Genial! Auf der Erde gibt es unglaublich viele Dinge. Wir entlassen ihn jetzt in den Himmel. Unser erster neuer Stern, den wir erschaffen. Würfeln. Kann ihn gar nicht sehen. Gut! Was? Du hast deinen eigenen Planeten vergessen? Tatsächlich? Ist das dein Ernst? Du bist also nicht nur mickrig, sondern auch noch lahm. Als Eltern fühlen wir uns dafür teilweise verantwortlich. Oh weh, das ist dein Heimatplanet. Der Planet, auf dem du lebst. Hier kannst du die Sterne betrachten, das Spiel speichern und viele andere Dinge tun. Du kannst sogar die Erde und den Weltraumprinz Pilz besuchen, indem du einfach die L-Taste oder die R-Taste drückst. Okay. Roll der Katamari über die Erde, besuche den Weltraumpilz, um dich mit deinen Cousins zu messen. Und das war's schon. Eure Kleinigkeit. Streng dich an. Eure geistige Abwesenheit. Ey. Geile Bezeichnungen. Gut, damit sind wir jetzt endlich alle auch in der gleichen Zeit. Wir sind endlich hier im richtigen Spiel angekommen. Der König des Universums hat alle Sterne zerstört. Und wir wurden ausgeschickt, um die Sterne wieder aufzubauen. Und dafür sollen wir Dinge von der Erde nutzen. Und je nachdem, was man, habt ihr ja gesehen, je nachdem, was man so als Hauptanteile in seinem kleinen Neustern gesammelt hat, wird es dann ein anderer Stern. Wir können uns hier auch unsere Sterne angucken. Bup. Da ist der eine Stern, den wir schon haben. Da ist unser Büffeln. 10 cm. Weil vorrangig Schreibwaren drin waren, ist das natürlich Büffeln. Und so können wir dann entsprechend nach und nach unseren ganzen Sternhimmel wieder aufbauen. Weil hier natürlich der ganze Sternhimmel noch ziemlich leer ist. Und den sollen wir natürlich wieder füllen. Das tun wir mit allerlei Spaß und Freuden. Und ich freue mich darauf, endlich dieses Spiel mal in Ruhe zu spielen. Und auch denn jetzt euch dabei zu haben. Und ich bin gespannt, wie ihr das Spiel findet. Es wird garantiert nicht was für jeden sein. Gerade weil es ja doch die Aufmachung ist ja doch ein wenig eigen. Die Musik ist fantastisch. Ich liebe es von vorne bis hinten. Das ist das
beste Spiel aller Zeiten und aller, die noch kommen werden. Die Musik ist grandios, die Grafik ist einfach so, die Story ist so lächerlich, die Grafik ist so süß gemacht, so unglaublich knuffig. Und das Spielprinzip ist dermaßen simpel gehalten. Rolle einfach alles auf, so Schneeballprinzip mäßig, und daraus aber verschiedene Level zu machen, aus diesem sehr simplen Gameplay ganz, ganz viele verschiedene Level zu machen. Es gibt auch Multiplayer-Möglichkeiten in verschiedenen Spielen, in diesem sogar auch, gibt es auch einen Zweispieler-Modus, wo man dann miteinander oder gegeneinander spielen muss. Und das trauen sich nur Japaner. Das muss man wirklich sagen. Das ist so ein Ding, die Idee ist nicht sonderlich schwer, aber darauf zu kommen, ich kann ja auch einfach mal loslegen, dann können wir nämlich auch weiter quatschen, während wir hier auf der Erde Aufgaben erfüllen. Erschaffe einen Stern 2, erschaffe einen Stern 1. Wir machen erschaffe einen Stern 2. Dann kann ich nämlich da derweil weiterreden. Der König redet für uns. Lauschet. Lauschet nicht. Was? Magandang. Magandang. Tanglahalipo. Warst du schon mal auf den Philippinen? Vorgestern haben wir dort einen Zwischenstopp eingelegt. Wie jeder Adlige redet er natürlich in einer dritten Person von sich. Hoffentlich kannst du uns besuchen kommen. Während du rumrollst. Wenn es möglich ist. Oh ja. Ein königliches Geschenk für den hart arbeitenden Prinzen. Genau das dachten wir auch. Während wir mit deinem Geschenk fangen spielten. What? Und da fiel es hinunter auf die Erde. Fiel einfach so. Es muss irgendwo da unten sein. Roll es doch bitte auf, wenn du es siehst. Vielen Dank. Schicke Sachen zur Erde. Heute wirst du das Innere eines Hauses rollen. Ins Innere eines Hauses rollen. Der Katamari sollte vielleicht ganze 20 cm umfassen. Wir glauben für 7 Minuten in Erdzeit an dich. Wie ist das jetzt in Kaninchenzeit gerechnet? Viel länger kann man aber selbst vom König des Universums nicht erwarten, das erwartet. Wir freuen uns schon auf deinen Katamari-Zwergenprinz. Los geht's, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen Dinge einrollen. Woo! Wir fangen wieder an mit kleinen Dingen. Wir sind ja wieder nur 5 cm groß, das heißt, wir müssen erstmal wieder Stecknadeln und Streichhölzer und alles Mögliche einsammeln, bis wir ein bisschen auch auf die anderen Sachen zugreifen können. Wir sehen, hier sind schon allerlei Dinge, die bei den Mäusen müssen wir ein bisschen aufpassen. Schnell, schnell, schnell. Versuchen wir mal hier hochzukommen. Wir können auch... Warte, warte. Ah, ich mache nicht mit Controller. Ich kann nicht mit Controller umgehen. Ich hoffe, das wird niemals nötig, diese Speed-Funktion. Es gibt nämlich so eine... Genau. Ich hoffe, die ist niemals nötig, diese Funktion. Lass mich durch. Also, was ich sagen wollte... Die Idee ist jetzt nun wirklich nicht sonderlich schwierig, sich auszudenken. Aber den Mut zu haben, das einfach umzusetzen und zu sagen, komm, wir programmieren mal ein Spiel und gucken, wie es ankommt. Und es gibt ja unglaublich viele Spiele, die ein teilweise sehr abstruses... Nein! Ein sehr abstruses Spielprinzip haben. Bei den Japanern, muss man ja mal wirklich sagen. Kann ich die... Halt, kann ich die Frösche einsammeln? Noch nicht. Dafür bin ich noch nicht groß genug. Ah, wer bestimmt die hier, oder? Auch noch nicht. Meine Güte. Ah, was sammeln wir denn mal dann ein? Oh, ich habe was verloren. Nein! Doofe Maus. Wir gehen mal hier hoch. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Lass mich mal... durch. Okay, ich gehe drüber. Ich gehe außen rum. Ich komm. Ah, ich verliere Dinge. Oh, ich bin so schlecht. Hab ich schon mal gesagt, dass ich schlecht mit Controller bin? Essen. Würstchen. Einmal drehen, bitte. So. Ah! Dein Katamari ist 17 mal groß. Kaugummi-Packung. Nur 10 cm. Mach ihn größer. Wir sind 17 mal größer als eine Kaugummi-Packung. Das ist eigentlich auch ganz schön, dass wir halt... Also es ist, so abstrus das Ganze ist, es ist ja halt schon versucht, realistisch zu halten, dass die Sachen hier wirklich die richtige Größe haben. Und, kann ich jetzt endlich die Mäuse einsammeln? Immer noch nicht. Aber jetzt kann ich die Frösche hier einsammeln. Und das hier! Ja! Lego-Steine! Nein, zu spät! Was machst du denn? Was heißt zu spät? Wenn du etwas rumflitzen siehst, rolle es einfach ein. Bevor es wegrennt. Ist das weggerannt? Habe ich nicht gesehen. Sorry, ich war abgelenkt mit den ganzen Sachen. Unser Geschenk ist weggerollt? Nein! Oh Gott, ich habe nicht gesehen, dass unser Geschenk da irgendwo rumrannte. Gib mir mal das da. Ganz viele. Nee, warte, aber die kann ich doch einsammeln. Sehr gut. Oh, ein neuer Raum. Komm her, Mäuschen. Oh Gott, komm nicht her.
Aber da geht's noch raus. Kann ich... Lässt du mich schon raus? Er lässt mich raus. Ja, wir sind aus... Oh mein Gott. Was passiert hier draußen? Was ist das? Und es ist halt... Diese Welt ist einfach so abgedreht und hat so viele Sachen, die man hier entdecken kann. Es sind so viele kleine Easter Eggs, die hier versteckt sind. Oder das Easter Eggs sind so weit... Und man könnte irgendwie springen. Ich weiß nicht gerade, wie man springen kann, aber irgendwie könnte man da hochspringen. Ich kann ja auch einfach hier hochrollen. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben noch ein bisschen... Wir haben noch 3 cm, müssen wir noch wachsen. Aber... Wir haben ja jetzt auch schon langsam... Oh, Hähnchenflügel, dafür bin ich noch zu klein. Für Hähnchenflügel! Und für Messer. Hier ist noch ein bisschen klar. Ja! Oh, Socken! Ja, wir sind 20 cm groß. Dein Katamari ist einmal so groß wie ein Bügeleisen. Ah, was für ein bezaubernder Katamari. Beachtliche Größe, aber trotzdem leicht und gut bekömmt. Du sollst sie nicht essen. Du hast das andere Universum schon zerstört. Wir hätten trotzdem lieber einen viel größeren, besseren Katamari. Wir lassen dich jetzt arbeiten. Ich kann noch weiterarbeiten. Way! Also wir haben die Mindestanforderung geschafft und jetzt geht es wirklich darum, möglichst gut zu sein. Das heißt... Oh, wir haben ein Geschenk eingesammelt. Ja, wenigstens. Du hast es tatsächlich gefunden. Ich habe es nicht gesehen. Ernsthaft, ich habe es nicht gesehen. Hier ist so viel Chaos auf der Welt. Wir werden schon wieder beobachtet. Jetzt ist halt wirklich nur noch möglichst gut sein, alles einsammeln, was hier noch so existiert. Jetzt können wir mal wieder zurückgehen und hier mal ein bisschen gucken. Auf dem Tisch zum Beispiel liegt noch ganz viel Zeug. Oh, wir werden beobachtet. Oh, er schläft zum Glück. Wie kann das Lego-Flugzeug fliegen? Kann mir das ganz kurz jemand mal physikalisch erklären, wo ich gerade noch gesagt habe, dass das Spiel so realistisch ist hier? Und was ich halt auch ganz cool finde, ist, dass man immer nach und nach, je größer man wird, desto mehr Welten oder mehr Gebiete schaltet man entsprechend frei. Zum Beispiel hier. Kommen wir aufs Dach? Nee, wir kommen nicht aufs Dach. Dafür sind wir nicht schnell genug, aber denn... Oh, können wir das da einsammeln? Ja, Tomaten und Fleisch und Avocados. Warum hängt da Fleisch in den Avocado-Pflanzen? Will ich gar nicht wissen. Möchte ich gar nicht wissen. Aber noch ein bisschen Essen einsammeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange die erste Folge jetzt geht, weil das ja, wir haben ja noch das Tutorial gesehen, beziehungsweise die erste Welt. Ey! Geh mal weg, du Manda! Du spielst Golf? Ich klau dir eine Golfbälle. Halt! Näher den da? Mit dem Golfball? Ich krieg den Golfball nicht. Das können wir noch einsammeln. Was ist denn noch groß genug, noch klein genug, damit wir es einsammeln können und ohne, dass wir die ganze Zeit Sachen verlieren? Halt, komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Okay. Hey! Erfolgreiches neues Jahr! Was? Habe ich was verpasst? Nicht? Nee, ich kann nur, das kann nur ich springen, aber irgendwie konnte ich doch auch ihn springen lassen, glaube ich. Komm ich da? Ich komme nicht rüber. Oh mein Gott, da sind Sachen. Bücher! Comics! Ah, unsere Bargeldreserven. 9 Bargeld. Unser Bargeld. Die Tür ist noch nicht offen, da sind wir noch nicht groß genug für. Vermutlich, wenn wir irgendwie 35 oder 40 cm groß sind. Das war Essen, sehr schön. Kommen wir auch durch diese Türen, dann öffnen die sich wieder. Jetzt müssen wir aber noch wieder draußen ein bisschen rumschauen. Ein bisschen mal rumgucken. Da auf dem Tannenbaum ist noch was. Was ist eine Minute übrig? Nein! Kann ich die Pflanzen aufsammeln? Nein. Man kann wirklich alles. Im Endeffekt ist die ganzen Sachen, man kann alles aufsammeln. Hier ist es nur eine Frage der Größe. Warte mal. Nein, ich komme nicht hoch. Schade. Mist. Gib mir den Teddy. Ich kann den Teddy auch nicht aufrollen. Nein! Dann kommt noch Zeit. Ich schaff's nicht mal auf 35 cm. Doch, wir haben es auf 35 cm geschafft. Wenigstens. Aber wir haben den Teddy. Jawohl, wir haben den Teddy. Woo! Mehr, jetzt habe ich gewonnen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte nur noch den Teddy haben. Oh, das nehmen wir natürlich noch gerne mit. Das hat uns nochmal richtig Zentimeter gebracht. Dann sind wir hier durch, du Mann. Dein Fernseher vorbei. Die Uhr nehmen wir noch mit. Sehr gut. 36 cm haben wir geschafft. Die Zeit ist um. Wir haben uns beim Zuschauen genug gelangweilt. Wir ziehen uns wieder in die Welt rein. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Es ist königlicher Regenbogen. Yeah.
36,3 cm. Die schiere Größe davon rührt uns zu träumen. Sie ist fast so groß wie ich. Der Katamari ist fast so groß wie ich. Das ist einfach fantastisch. Wir sind so glücklich, so überaus glücklich. Wir wollen unser Glück glatt in einen Stern verwandeln. Hier ist unser königliches Geschenk. Rate mal, was das ist. Ich weiß es nicht, was es sein soll. Ein Schal? Das, was du am meisten gesammelt hast, ist... Schon wieder Schreibwaren. Wir haben Schreibwarenfete scheinbar. Genial! Auf der Erde gibt es unglaublich viele Dinge. Wir entlassen ihn jetzt in den Himmel. Wird das ein zweites Büffeln? Wird das jetzt Büffeln 2? Oder sind schon wieder Schreibwaren? Es wird... Exzellent! So, so. Exzellent. Ja, aber es ist halt viel mehr Schreibwaren. Okay, I'm confused. So, jetzt gucken wir einfach noch, was das Geschenk ist. Es vibriert da so wild. Ein Winterschal. Oh, ist der schön. Oh, ist der Winterschal schön. Was ein schöner Winterschal. Den behalten wir. Den ziehen wir an. So, das war die erste Folge von Katamari Damacy Rewall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht für jeden was ist. Aber, nein, ich möchte nicht erbrechen. Ich weiß ja gar nicht. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Vielleicht kennt ihr das Spiel ja auch schon und freut euch dann darüber, dass ich das jetzt auch mal spiele. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Prinzenkaninchen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnierchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!